Guten Abend, liebe Zuschauer. Wir melden uns zurück von der WAKO-Weltmeisterschaft der Junioren aus Jesolo. Neben mir begrüßen darf ich die beiden Bundestrainer Timi Sarantoudis aus dem Pointfighting und Kai Becker aus dem Ringsportbereich. Ja, wir haben heute einen weiteren Wettkampftag hinter uns. Wie zufrieden seid ihr mit den Leistungen eurer Kämpfer? Sehr zufrieden. Also wir konnten bei mir jetzt eine 100%-Quote vorweisen. Der Michael Wotschl hat gewonnen und der Eugen Ill haben gewonnen. Der Eugen konnte durch K.O. in der dritten Runde gewinnen. Hat einen klasse Drehseitkick zum Körper gelandet. Der Gegner wurde ausgezählt. Es war dann aber alles in Ordnung. Der Michael hat sich auch über die Runden gesteigert und konnte dann am Ende doch einen klaren Sieg einfahren. Morgen kämpfen alle drei um den Finaleinzug, also die Asule, der Eugen und der Michael. Und dann hoffen wir, dass wir auch wieder 100% durchbringen. Ja, also wir drücken deinen Athleten auf jeden Fall die Daumen. Timi, wie sah es denn heute im Pointfighting-Bereich aus? Heute im Pointfighting-Bereich hatten wir heute 14 Kämpfer. Davon haben 13 den Kampf gewonnen. Da waren Kämpfe dabei, wo gewonnen haben mit 10 Punkte Vorsprung. Manche Kämpfe waren auch mittelmäßig, aber trotzdem gewonnen und auch knappe Kämpfe dabei, was auch wichtig ist für mich. Klar kann man noch einige Sachen optimieren, aber dann für morgen denke ich mal, dass wir alle nochmal durchbekommen und ich war halt mega zufrieden. Die Teamstimmung ist einfach gigantisch und es macht einfach Spaß, mit den Jugendlichen zu arbeiten. Gut, das freut mich zu hören. Ja, jetzt die Frage, wer hat euch denn besonders überzeugt? Kai, du hattest nur zwei Athleten. Ich denke, du bist mit beiden, so wie du schon gesagt hast, sehr zufrieden. Stimmt. Besonders überzeugt, na gut, im Ringsport geht es natürlich darum, wenn man vorzeitig durch einen K.O. gewinnt, was beim Eugen häufig vorkommt, ist natürlich klasse. Wir wissen, was morgen auf uns wartet. Ich habe die Gegner angeschaut. Es wird morgen schwer werden und dann hoffen wir, dass vielleicht auch mal ein Treffer dabei ist, der den Gegner aus dem Konzept bringt und dann schauen wir morgen mal, wie es läuft. Ja, morgen wird auf jeden Fall noch ein spannender Tag. Timi, wer war denn in deinen Augen heute besonders überzeugend? Ja, das ist immer schon schwer zu sagen. Für mich waren heute alle super. Ich bin nicht so ein, wo ein Liebling hat oder sagt einen hervorragend aus. Ich finde, das ganze Team hat heute Leistung gebracht. Das soll morgen wieder abgerufen werden. Und ich hoffe einfach, dass wir morgen die Hälfte oder mehr als die Hälfte einfach ins Halbfinale bringen. Sehr gut. Kai, du hast schon gesagt, morgen wird es nochmal schwer. Gibt es denn irgendjemand, der einen besonders harten Brocken hat in seinem Kampf? Ja, ehrlich gesagt schon. Also der Michael Wotschl, der hat morgen den ersten Kampf, also der eröffnet das Turnier morgen. Der hat einen Russen, der heute den amtierenden Weltmeister geschlagen hat. Und der ist physisch sehr, sehr stark. Und da haben wir uns heute einen Plan überlegt. Den möchte ich jetzt noch nicht öffentlich sagen. Wir schauen mal, ob das so funktioniert. Auf alle Fälle haben wir uns ein bisschen was zurechtgelegt und hoffen mal, dass das am Morgen gut funktioniert. Gut, wir stehen auf jeden Fall gesammelt hinter Michael und hoffen, dass er das dann bestmöglich lösen kann, die Situation. Timi, wie sieht es denn bei dem Pointfight und morgen aus? Hat es irgendjemand besonders schwer erwischt? Wie gesagt, ich sage immer, wenn man Weltmeister werden will, muss man jeden schlagen. Klar ist, von Tag zu Tag wird es immer schwerer und die Luft wird dünner. Und da muss man unsere Nerven behalten und einfach alles abrufen zum richtigen Zeitpunkt. Das hast du sehr schön gesagt. Gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt fürs Interview. Und wir, vor allem auch die Zuschauer zu Hause, stehen auf jeden Fall hinter euch und drücken euch die Daumen. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.